R-E-W-I-N-S-I-D-E. Was geht halt von Craft Attack, was geht? Mal mit dabei ist heute wieder Kevin. Ich komme nie wieder dazu, wenn du irgendwas mit Wasser machst. Ich schwöre dir das. Kevin, wir haben es jetzt geschafft, Alter. Wir haben es geschafft, Leute. Die Höhle ist soweit fertig. Und jetzt kommt nämlich ein ganz großes Bauprojekt, was ich schon ewig anstreben wollte, meine Freunde. Und zwar habe ich vor, das Batman-Car zu bauen. Viele werden jetzt sagen, ey, Revi, du Digga, mach doch mal lieber was Sinnvolles. Nein, Leute. Ich glaube, dass das Batman-Auto einfach extrem geil aussehen würde in dieser Höhle. Die Höhle an sich, Leute. Schaut sie euch jetzt mal an. Sie sieht schon extremst dope aus, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, dass wir hier vorne schon mal hingehen können. Jetzt schon mal das Podest quasi für das Batman-Car erschaffen können. Ich muss mal ganz kurz hier Kevin euch nochmal helfen. Denn Leute, ihr seht das hier. Hier muss nämlich erstmal alles weggebuddelt werden. Und das können wir aber hier auch ein bisschen lassen, denn ich hatte sowieso hier vor, quasi hier vorne ein wenig hinzugehen und hier ein kleines Podest für das Batman-Car zu machen. Leute, ich dachte einfach, das würde sich hier schön einfügen, so als Deko-Element. Gehört es in die Batman-Höhle quasi rein. Und vielleicht, Leute, kann man damit hier sogar irgendwie was Witziges machen. Zum Beispiel, dass man halt einsteigt und dann irgendwie rausgelauncht wird oder sowas und so weiter und so fort. Könnte man sicherlich irgendwie was überlegen, wenn ihr da freie Ideen habt, Leute, die ganz gut sind, schreibt sie mir gerne jetzt in die Kommentare. So, Kevin, pass mal auf, ich helfe dir nochmal ganz kurz hier alles ein bisschen abzutragen und dann gehen wir direkt hin, Leute, und bauen das Batman-Car. Ich bin mal gespannt, ob wir das überhaupt so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle, Leute, denn das ist eine Sache, die tatsächlich nicht nur Präzisionsarbeit braucht, sondern tatsächlich auch eine Menge Kreativität. Ich habe mir zwei Sachen aus dem Internet rausgesucht, wo ich meine, ja, das kommt ungefähr meiner Vorstellung von einem Batman-Car hin. Ich habe auch eine Tabelle, ein Bild vom echten Batman-Car quasi offen und ich würde sagen, wir beginnen erstmal ganz klassisch, meine Freunde, mit zwei Blöcken. Und diese zwei Blöcke sollen letztendlich der Grundkorpus des Batman-Cars sein, meine Freunde. So, passt mal auf, das sind nämlich quasi die Reifen, die hier so rausstehen. Dann geht das Car nämlich hin und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich weiß halt nicht, ob ihr das geil findet. Könnt ihr mir auch gerne sagen, wenn ihr es nicht so cool findet. Ich möchte nämlich hier das Car ein wenig umdesignen, Leute. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt genau das Batman-Car baut, so wie es jeder kennt, sondern vielleicht was Eigenes draus macht. Dementsprechend habe ich überlegt, Leute, packen wir erstmal schön einen fetten Turbolader in Form eines Amboss drauf, meine Freunde. Das sieht auf jeden Fall schon mal so ganz nice aus, meiner Meinung nach. Oder wartet mal, soll ich es seitwärts stellen? Oder ich stelle es, glaube ich, seitwärts. Passt mal auf, wir stellen es seitwärts, Leute. Wir stellen es seitwärts. Das ist nämlich, glaube ich, dann einfach schöner und passender. Und natürlich keine Hack. Keine Schaufel jetzt dabei an dieser Stelle. Ist natürlich wieder intelligent von mir gewesen, Leute. Ich habe mich wieder extrem gut vorbereitet. Ihr merkt das. Ich guck mal, dass wir hier auf jeden Fall noch ein wenig Platz schaffen. Hier hast du für Notfall schon mal eine. Oh, danke schön, Kevin. Bester Mann. EU West, EU Nord, EU überall, Alter. Kevin, danke schön. Danke, 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 Mann. Sag einfach, ich bin Batman. Du bist Batman, Kevin. Du bist Batman. I'm Batman. So, Leute, passt mal auf. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier noch Platz haben, eventuell noch ein wenig in den Berg hineinzugehen. Das sieht ganz gut aus. So, passt mal auf. Jetzt würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal von vorne. Also, es soll hinkommen, Leute, Freunde. Wir beginnen hier mit Black Concrete, welcher sich tatsächlich so anordnen ließe dann an dieser Stelle. Wir müssen es nochmal ein bisschen breiter machen. Das Batman-Car, wie gesagt, Proportionen und sowas sind bei Minecraft-Autos extrem schwierig, Leute. Extrem schwierig, meiner Meinung nach. Und dementsprechend ist das extrem anstrengend, das so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin da guter Dinge, Leute. Ich glaube, dass wir das ganz so hinbekommen. So, wir machen mal drei in der Mitte, machen wir mal Platz. So, dann fangen wir jetzt hier erstmal mit Black Concrete an, der sich hier quasi so lang zieht. Dann haben wir hier in der Mitte Black Concrete Powder, der nochmal ein bisschen andere Farbe hat, meiner Meinung nach. Ich hoffe mal, dass kein Assi hingeht und da Wasser drüber kippt. Wird sowieso irgendwann passieren, dann rege ich mich wieder auf, Leute, aber bis dato können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass das nicht passieren wird. Dann habe ich mir überlegt, Leute, dass wir hingehen und einfach mal diese hier nehmen, diese Stufen ermöglichen irgendwie die Möglichkeit, so eine Art, ja, kleinen Heck-Spoiler oder sowas zu machen, so eine Art, ja, wie nennt man das, so eine Art Bodykit an das Auto dran zu machen, was dann irgendwie, wenn es den Anschein an das Auto ermöglicht, denn alles andere ist in Minecraft extrem schwierig. Es gibt keine Concrete-Blöcke, die tatsächlich hingehen und uns ermöglichen, dass wir aus Concrete Half-Slabs oder sowas machen. Das wäre natürlich geil, geht aber leider nicht, weil Minecraft da einfach so blöd für ist. Da haben Kevin und ich gerade schon eine Unterhaltung drüber gehabt, Leute, die sehr brisant gewesen ist, meiner Meinung nach, Kevin. Oh Gott, was war das denn? Junge, können Sie bitte meine Höhle verlassen? Sie sind nicht Batman, Sie sind eine alte Frau. Sie sind aus dem Altersheim ausgerochen. Gehen Sie bitte. Sie haben sich verlaufen, junge Dame. Sie haben sich verlaufen. Bitte verlassen Sie unverzüglich mein Haus. Dankeschön. Dann können wir nämlich hingehen, meine Freunde. Und pass mal auf, Kevin. Schau mal hier, was hältst du davon? Wenn man hingeht und hier oben erstmal zwei fette Turbolader drauf baut. Bam. Eins. Und dann noch einen zweiten, Kevin. Hast du Holz dabei für ein Crafting-Table, Dicker? Ja, warte. Das wäre natürlich jetzt geil. Hier hast du Holz. Boah, korrekt, Bruder. Dankeschön, Amina. Danke, 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 Bruder. Hast du zufällig von dem von diesem dunklen Holz was, Digga? Von diesem. Gar nichts. Nee, gar nichts. Okay, das ist schade. Also ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Ich muss ehrlich sagen, ja. Sag jetzt ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man in Minecraft das Batmobil umsetzt. Aber ich lass mich jetzt mal überraschen. Ich versuch's auch gerade komplett frei. Also ich habe mir nichts überlegt oder sowas dazu. Ich habe nichts vorgebaut oder sowas. Ich muss einfach mal ehrlich sein mit euch und hab einfach mal überlegt, wie könnte es ungefähr passen, Leute. Pass mal auf, ich würde sagen, dass wir hier vielleicht das Cockpit schon mal machen, so ein bisschen so. Ja, das sieht ganz gut aus, meiner Meinung nach. Jetzt könnten wir hingehen und hier vorne noch ein bisschen grauen Concrete hinmachen. Und dann müssten wir jetzt hier wieder mit dem Bodykit arbeiten, meiner Meinung nach. Das können wir dann so machen und so. Boah, das wird wirklich echt schwierig, dass wir das so cool umsetzen, Mann.
Wer ist gerade in meinem Zimmer? Raus! Meine Fresse, ich kann hier nicht mehr arbeiten in diesem UFO. Ist einfach nur noch Irrenhaus, Mann. Ist einfach nur noch anstrengend hier. So, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir mal hin und setzen die schon mal ganz kurz an die Reifen, die Nupsis hin, die Felgen an der Stelle. So, können wir nämlich hinten, machen wir einfach einen doppelten Reifen hin, weil ich glaube, das hat hinten fette Reifen und vorne so einen dünneren Reifen. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht, Leute, keine Ahnung. Belehrt mich alles Besseren. Es geht ja, wie gesagt, auch darum, einfach ein Auto zu bauen, was ungefähr aussieht wie das Batman-Car. Weißt du, Kevin? Also, ich glaube, das jetzt 1:1 nachzubauen, das ist komplett unmöglich, gerade hier in Minecraft, Leute. Ich kenne dieses Spiel. Da ist man leider, obwohl es ein kreatives Spiel ist, kreativitätsmäßig ein wenig unterdrückt worden von den Entwicklern. Da heule ich auch immer ein bisschen rum, Leute. Das finde ich echt schade, tatsächlich, dass man sich hier nicht so ausleben kann, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, schau mal, wenn du das von vorne mal guckst, findest du schon mal die Grundform so passend? Ja, ich bin ehrlich, nein. Ja, gar nicht? Ich finde, das ändert mich gar kein bisschen. Also ich glaube, wenn hier einer reinkommt, der wird sich direkt fragen, was soll das sein? Aber man sieht, man kennt doch voll, dass es ein Auto ist, oder nicht? Also ich nicht. Also hey, man sieht das doch voll, Alter. Ja, ich finde jetzt... Man weiß, also wir wissen jetzt, dass das ein Auto ist. Ich weiß aber nicht, wenn Zander hier reinkommen würde jetzt in die Höhle, ob der direkt sagen würde, Alter, das ist das Batmobil, boah, krass und so. Ich weiß es nicht, ehrlich. Ich würde am überlegen, ob man das wirklich besser so mit Black Concrete und Clay und so bauen sollte, ja, aber weißt du? Das Problem ist halt, wir haben halt keine Half-Slaps und ohne Half-Slaps sieht ein Auto halt scheiße aus. Warte mal ganz kurz, ich habe noch eine Idee, Leute. Also ich finde das, ich muss ehrlich sagen, ich finde das ist gar nicht so schlecht, Kevin, ja? Ich bin ein wenig erzürnt darüber, wie du gerade über mein Werk sprichst. Aber Kevin, ich bin für Kritik offen, deshalb würde ich sagen, gehen wir mal jetzt hoch, Leute, versuchen das einfach mal ganz kurz mit ein paar anderen Baumaterialien nochmal aufzulockern. Ich brauche vor allen Dingen, brauche ich dunkles Holz, Alter. Und natürlich habe ich davon wieder gar nichts, weil mein Haus natürlich repariert werden musste, wegen Early Boy, Psychopathenboy, ihr kennt ihn, meine Freunde. Und ich dementsprechend kein Holz mehr habe. Hier ist nichts mehr da, oder? Oh, shit. Okay, gut. Wir haben 5 Treppen. Das sollte eigentlich noch ausreichen. Pass mal auf. Wir können doch hingehen und Folgendes machen. Wir können mit dem Teppich noch einiges machen. Ich habe noch eine Idee, Kevin. Warte ab, okay? Ja, ich bin gespannt. Wir kriegen das irgendwie hin. Pass mal auf. Ich würde sagen, wir machen erstmal den hier, Leute, denn ich habe noch eine andere Idee, die man machen kann. So, wir können nämlich einmal davon welche machen, von diesen süßen B-Boys. Ich kann mich da oben draufsetzen, meine Freunde, und dann sieht das schon mal wieder ganz anders aus. Dann brauchen wir auf jeden Fall Licht, Kevin. Also kannst du irgendwie mal Fackeln in den Boden setzen oder hast du Glowstone zufällig irgendwo in der Enderkiste rumfliegen, den du loswerden möchtest, Kevin. Alles also, habe ich nicht. Das sind alles Ressourcen. Die sind bei mir noch ein Fremdwort. Fackeln auch. Fackeln habe ich hier so, ja. Soll ich hier welche hinstellen? Ja, mach mal bitte, dass wir es auf jeden Fall mal. Also ich finde, ich muss ehrlich sagen, Kevin, ich finde es nicht schlecht. Wenn ich jetzt mal, ich sage auch nicht, dass das schlecht ist. Also das Gebaute sieht gut aus, aber es würde mich jetzt nicht direkt ans Batmobil erinnern. Aber dass es halt ein Auto ist, das erkennt man schon. Ja, also dass du damit ein Auto meinst, aber nur, weil du jetzt auch hier Knöpfe auf den Dingern hast und so, ne? Aber ich glaube, wenn du jetzt hier Zander reinholen willst, ich weiß nicht, ob der sagen würde sofort, ja, ist ein Auto. Ja gut, Zander ist vielleicht nicht das beste Beispiel, Kevin, ne? Ja gut, dann Early Boy. Das ist ein viel, viel besseres Beispiel, Kevin. Oder soll ich den da nehmen? Oh Gott, hör mir auf, pass mal auf. Wir können noch hier hingehen mit dem Teppich was machen, meine Freunde, so. Teppich ist eine gute Idee. Schau mal, Kevin, wie findest du das bis jetzt so? Ja, finde ich schon viel, viel geiler. Pass mal auf, da können wir nämlich jetzt nochmal hingehen und dicker, dann gehen wir nämlich jetzt nochmal hin und machen den hier. Weißt du, was ich auch noch an deiner Stelle machen würde? Was denn? Ich würde hier hinten so Dropper oder Düsen, also so Öfen oder so dran machen. Ja, hab ich noch vor. Ich wollte eigentlich diese Dropper nehmen, genau, warte mal. Da können wir nämlich jetzt mal gucken, wie das aussieht, Leute. Ich will jetzt einfach mal eine Kiste machen und dann einen Dropper drumherum kraften. So, nehmen wir mal einen hiervon, zack, den legen wir uns mal ganz kurz hier hin. Komm hier, kleiner Dropper, bitte. So, wir machen nochmal ganz kurz eine Kiste, Leute. Nehmen wir uns nochmal einen. Ich glaube, 2 Dropper sollten ja erstmal ausreichen. Vielleicht kommt das ja sogar hin. So, Leute, das ist ja, wie gesagt, das ist komplett aus dem Stegreif gemacht. Also ich weiß nicht genau, wie es am Ende aussieht. Aber das ist ja das Schöne, Leute, bei Minecraft. Da kann man sich einfach mal offen ganz klar gönnen. So, jetzt muss ich gucken, dass das in die Richtung face. Das heißt, ich müsste hier einen Block hinsetzen, der dann quasi Folgendes emuliert. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal unseren Auspuff an der Stelle, der ja schon mal richtig dope aussieht. Kevin, schau mal bitte. Der Auspuff sieht auf jeden Fall echt schon mal ganz gut aus mit dem Dropper. So, Digga. Bam, 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 bam. So, hier, ne? Ja, Mann, das ist eine krasse Sache, so. Das ist krass auf jeden Fall. Sehe ich genauso. So, pass mal auf. Da können wir nämlich jetzt hingehen, Leute. Und machen nämlich hinten nochmal ein bisschen Bodykit-Work. Denn hier hinten soll es natürlich auch schnittig sein. Ja, es wird. Das ist ein bisschen schwierig, Leute. Aber ich glaube, dass man es jetzt eigentlich schon meiner Meinung nach echt ganz gut erkennen kann, Kevin, oder? Ja, so also langsam wird es besser. Ich finde jetzt ganz ehrlich, das Einzige, was jetzt noch fehlt, Leute, ist ein zweiter Turbolader hier vorne. Und dann finde ich es schon richtig, richtig dope. Also nochmal ein zweiter Amboss eventuell vorne drauf. Dass wir nochmal einen zweiten Turbo vorne drauf haben. Und dann bin ich der Meinung, dass man das auf jeden Fall echt gut anbieten kann. Wir können hier die Schnauze noch mal ein bisschen plätten. So und so vielleicht. Ist halt die Frage, ob das nicht zu breit aussieht. Aber ich finde... Nee, Digga, Kevin, ich finde es echt geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt ist es dope, Leute. Also wir haben es auf jeden Fall halbwegs geschafft. Ich meine, das waren die dunkelsten Blöcke, die es hier gibt, Leute. Das war auf jeden Fall ein Akt des Todes hier, dieses Batmobil. Irgendwie so ein Workaround damit zu finden. Aber ich bin tatsächlich relativ zufrieden, Leute. Ich weiß gar nicht, kann ich hier noch irgendwo... Ich kann ich leider nicht. Pass mal auf. Kann ich denn hier noch... Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo ein kleines Gimmick einbauen kann oder sowas, Leute. Ja, wir lassen
erstens, schau mal hier, das ist quasi die Rohrleitung, die so ein bisschen daran zieht. Ja, Leute, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was überarbeiten. Aber ich bin im Grunde zufrieden. Wir können die Felgen auch nochmal anders machen, indem wir damit Item-Frames arbeiten und da halt nochmal einen Block reinpacken. Das sieht nochmal deutlich geiler aus. Aber, Leute, ich finde das schon mal so ganz geil und muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir ganz gut, Leute. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, meine Freunde, und mal beim lieben Herrn Gamers vorbeischaut. Wir haben es geschafft, wir haben ein Batmobil gebaut, Leute. Und in der nächsten Zeit geht es hier richtig ab in den Stalagniten, Stalaktiten, Leute. Die Höhle wird schockgesell am Nachkommen. Wartet auf jeden Fall ab. Bleibt dran. Morgen geht's wieder Livestream, meine Freunde. Die Zeit des Livestreams gebe ich euch dann morgen in der Folge noch bekannt. Und ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge. Schaut auf jeden Fall bei Gamers Time vorbei. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.